Hallo, grüß euch, heute da vom Schwarzelsee. Ich bin die Birgit Haberschrick, Botschafterin für die Euroskills 2021. Wir sind heute da am ersten Wettbewerbstag, da direkt am Gelände, und wir schauen uns heute mal um für euch. Und ja, es geht schon richtig ab und könnt euch auf was freuen. Wir sind da jetzt im ersten Zelt, stehen direkt da bei den Friseure. Die Teilnehmer werden wir jetzt nicht stören, weil die sind wirklich voll fokussiert und ganz konzentriert auf die Aufgaben, die sie bekommen haben. Aber bei mir steht da gerade der Martin, der ist Workshop-Manager von den Friseuren. Worauf kommt es wirklich drauf an? Eigentlich nicht nur für die Schönheit der Frisuren, sondern wie ist die technische Umsetzung, Sauberkeit ist eine wesentliche Rolle. Also alles, was im Salon eine Rolle spielt, spielt es jetzt da bei den Skills genauso ab. Wie fühlt es sich so an, Model zu sein? Till now it's everything good and perfect. Perfect. Karin, du bist Expertin und langjährige Trainerin von den Teilnehmern, von den Floristen. Sag uns bitte, auf was kommst du drauf an? Also was ist da wichtig? Ja, ganz wichtig ist, dass die Floristen draufschauen auf die Farbe, die Farbkomposition, die Gestaltung, also der Farbverlauf. Dann die Technik ist ganz wichtig, dass sie schauen, dass natürlich alles stabil ist und sauber gearbeitet ist. Wir sind da jetzt bei der großen Eröffnungspressekonferenz, wo sich alles, was Rang und Namen hat, trifft. Sponsoren, Minister, Politiker, alle sind da. Angeblich kommt sogar der Andreas Cavalier, und wir schauen mal, was passiert. Ganz, ganz viele strahlende junge Gesichter, nicht nur weil heute ein schulfreier Berufsorientierungstag stattfindet, sondern weil die wirklich motiviert auf der Suche nach ihrem weiteren Lebensweg sind. Dass man einfach sagt, ja, ich arbeite gern, ich bringe mich ein, ich kann anderen Menschen was Gutes tun, und das sehen jetzt die Jungen von anderen Jungen erfolgreichen, und das ist das Wichtigste bei dieser Veranstaltung. Man kann eine Ausbildung nur dann erfolgreich abschließen und auch letztlich im Beruf einigermaßen zufrieden und glücklich sein, wenn man für etwas brennt, gar keine Frage. Das ist ein ganz starker Aspekt, Wettbewerbsfähigkeit in Europa, Unternehmen in Europa. Und was könnte besser sein, als das hier zu erleben? Diese internationalen Berufswettbewerbe sind eine hervorragende Plattform, also eine tolle Veranstaltung hier, gut organisiert, und wir sind wirklich glücklich, dabei sein zu dürfen. Wir sind jetzt da mit der Prominenz unterwegs und schauen uns das Gelände an. Ich darf das Mikro weitergeben an meinen Kollegen. Ja, hallo, grüß euch. Ich bin der Manfred Zink, bin auch Euroskills-Botschafter für Graz 2021. Und wir schauen uns heute noch die Try-Your-Skills-Stationen an, wo man selber was probieren kann. Wir sind jetzt bei den Tischlern angekommen. Das ist auch mein Beruf, und im Hintergrund sieht man es, voll konzentriert und voll mit Elan dabei. Und jetzt sind sie gerade dabei, die ersten Teile zum Ablängen und zum Zuschneiden. Und jetzt geben wir Gas. Die Tischler haben heuer einen Try-and-Skill-Stand. Was da gemacht wird, sehen wir im Hintergrund. Eine 10-Segel-Fräse ist da, was zum Schleifen ist da, und was ganz genau zum Machen ist, das werden wir jetzt den Klaus fragen. Heuer haben wir endlich einmal eine ganz neue Technologie, die präsentiert wird. Und das ist natürlich extra interessant. Wir machen da einen kleinen Handyständer. Der Experte im Hintergrund fräst die Teile, und der Interessierte kann das dann drüben an der Schleifmaschine fertig machen und als Präsent mitnehmen. Ein paar Schritte von den Tischler entfernt sind wir beim nächsten Dryer Skills Stand angekommen. Das ist das virtuelle Schweißen. Und wie das jetzt funktioniert, wird jetzt der Andreas jetzt ein bisschen erzählen. Und zwar, wie es da im Hintergrund seht, ist das relativ eine coole Geschichte, weil man wirklich gefahrlos schweißen kann. Wie man heute bei der Mais schon sieht, kann das auch jeder Laie machen. Und da kann man wie in Echtzeit schweißen, nur dass es halt ohne Gefahr ist und ohne einen hellen Schweißstab. Wir sind heute schon früh mal umgekommen. Jetzt sind wir am Nachmittag angekommen und sind noch immer viele Leute da. Morgen ist der zweite Wettbewerbstag, morgen wird es noch spannender. Kommt vorbei und schaut euch das an. Wir freuen uns auf euch. Euroskills Graz, go, go, go!